Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Star Wars Battlefront mit eurem Spooky VF. Und wir haben noch was zu erledigen auf Tatooine im Survival und deswegen kehren wir da zurück, diesmal auf Normal, denn auf Schwer haben wir ja richtig auf die Schnauze bekommen. Jetzt wollen wir uns am Imperium rächen und hoffen, das klappt auf Normal ein bisschen besser. Ich bin gespannt. Wie gesagt, offene Rechnungen muss man begleichen und irgendwann kommen wir dann vielleicht auch mal auf Schwer zurück, wenn wir wissen, was hier abgeht, was die Sache ist, wie der Hase läuft, sage ich mal. Und vielleicht holen wir mal eins mit mehr Feuerrate, das hier, oder oh, den Elefantentöter hier. Ich würde mal gerne eine andere ausprobieren. Das hier sieht auch cool aus. Oh, das hier gefällt mir auch. Präzisionsgewehr, aber das ist scheiße. Wir brauchen schon etwas. Ja, Feuerkraft wäre schon nicht schlecht für die AT-STs. Jetzt. Oh, oder die Blasterpistole hier, die ist auch nice. Hat auch noch eine recht gute Reichweite. Ah, wir holen mal den da, der ist durchschnittlich ganz gut. Hände bleiben wir beim Plünderradius. Oder Ionentorpedo. Könnte auch ganz hilfreich sein. Komm, holen wir mal den. Probieren wir es einfach aus. Das letzte Mal hatten wir die andere Hand. Weil Ionentorpedo wäre vielleicht ganz cool. So, das haben wir gesehen in der letzten Folge. Und deswegen legen wir jetzt Geschafft, direkt los. der Macht sei Dank. Wir haben Ihre Abschlussstelle geortet. Aber es scheint, das Imperium ist vor uns bei Ihnen. Verteidigen Sie sich, bis wir Sie erreichen. Jep, machen wir. Zumindest versuchen wir es. Haben wir auf L1 das Jump Pack? Ja, ne? Glaub schon. Ihre nächste Welle ist eingetroffen. So, eine fliegende Ratte haben wir auch schon entdeckt. Irgendwo haben wir auch so ein Bergungsobjekt gesehen. Da sind wir das letzte Mal nicht rangekommen. Wenn wir alle sammeln, gibt es auch noch einen weiteren Stern. Alle sammeln und die Welle abschließen. Da oben ist es, glaube ich. Ich frage mich halt immer noch, wie ich da rankommen soll. Das letzte Mal hatten wir auch ein Jump Pack. Das hat nicht gereicht, glaube ich. Oder ich habe mich halt einfach zu dämlich angestellt. Oh, doch, das reicht. Jawohl. Sehr schön. Nice. Das erste, was wir gemacht haben, ist ein Bergungsobjekt gesaved. Top. So, wo ist das Imperium? Da unten. Hey, bleib mal stehen, Arsch. Dass ich besser treffen kann. Gerne wissen, wo die anderen Sammelobjekte hier sind. Kann es sein, dass die auch hier drin sind? In so Zelten? Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, die Camper sind auch bestimmt in den Zelten. Das wäre natürlich schon. Nice. Nice versteckt. Aber die sind auch nicht schlecht versteckt. Also, so ist es nicht. Der Blaster ist schön. Schön präzise. Gefällt mir. Ausgezeichnet. Keine feindlichen Einheiten mehr auf den Scannern. Ja, noch ist es ja easy going. Aber das kann sich noch ändern. Wird sich auch ändern, denke ich mal. Was hatten wir da? Alle Mann auf ihre Posten. Ne. Was haben wir da oben? Ah, das ist, glaube ich, noch eine Aufladung. Oh Mann, oh Mann, da rennt da rum. Dieser Raketenrucksack ist schon geil. So, die Aufladung, die holen wir auf jeden Fall direkt mal mit. Wenn die schon so hier hingeworfen wird für uns. Frage. Ich will jetzt auch nicht ewig nur nach Bergungsobjekten suchen, aber es wäre schon nice, wenn wir die auch gerade mitholen könnten. Jetzt zerstört einfach die Zelte. Waren wir da unten schon? Ah, da ist schon ein Schocktruber. Halt's ab. Boah, Mann, die fressen, ey, ne? Die fressen. Und dann läuft er noch weg. Die feige Sau. Komm zurück. Wo läuft denn der hin? Muss ich jetzt die Klippe runterstürzen oder was? Er wird vom Imperium beschossen und schießt auf Zelte. Das ist Skill. So. Ausgerottet werdet ihr hier. Guckt da das an. Wo ist denn der Choktruber jetzt? Das ist der letzte übrigens. Ich glaube, hier sind auch weniger Gegner, oder? Da unten ist er. Müsste aber gleich tot sein. Jawohl. Er da.
Ja, danke, weiß ich selber. In Kürze müsste in ihrer Nähe eine Versorgungskapsel landen. Da ist noch ein Bergungsobjekt. Tja, das ist ja praktisch. Der ersten Kapsel. Rück zu ihr vor, Leute, und zwar schnell. Wie kommen wir da dran? Also nicht an die Kapsel, sondern an das Bergungsobjekt. Von der Kapsel aus. LTSC nähert sich ihrer Position. So hoch springt der nicht, also müssen wir vom Berg runter. Boah, Mann, das ist aber fies. Also zunächst müssen wir hier die Kapsel beschützen, dass wir auf jeden Fall die Items bekommen. Ich habe ein Schutzschild. Jawohl, Rettungskapsel gesichert. Nice. Ich glaube, die Ionentorpedos sind gar nicht schlecht gegen das Ding. Ja, hier können wir auf jeden Fall fast schon drin stehen bleiben, indem der macht nicht so viel Schaden wie im wie auch schwer. Das ist natürlich auch cool. Oder schießt nicht so oft, hat keine so heftige Schussfrequenz. Yeah, ATST down. Aber laut unserer Scanner nähern sich noch mehr Feinde. Stationierung hier nicht möglich. Leck mich. Irgendwo. So. Ah, die können wir nur selber benutzen, oder was? Die schießt nicht automatisch. Annäherungsbombe. Legen wir auch mal einfach auf den Boden. Ah, jawohl, schön. Orbitalangriff. Der ist schön. Den nehmen wir uns auf, wenn die zwei ATS. Alter, du dummer Scharfschütze, wo bist du? Höhlen noch versteckt sein. Da gab es ja auch Höhlen in der Schlacht zum Beispiel. Spray. Yeah. Weil er überlebt. Natürlich. Eine Lektion für Siberium. Aber da oben ist nochmal eine Aufladung. Aber die kommen immer nach den Wellen. Okay, 10 plus Gegner. Also ich sehe jetzt mal nichts mehr momentan. Oh, das heißt ja nichts. Ich weiß halt eben auch nicht, wo die versteckt. Die könnten auch vielleicht hier in den Steinen drin versteckt sein. Was weiß ich. Keine Ahnung. Das Geheimnis dieser Dinger zu lüften, habe ich noch nicht genug gespielt. Um zu wissen, wo die überall kein prinzipiell sein könnten. Ja, es ist definitiv einfacher.
gutes Stück einfacher auf normal als auf schwer. Ein gutes Stück. Ja, treffen sollte man trotzdem ab und zu mal. Jawohl. Versorgungskapsel abgesetzt. Oh, Versorgungskapsel wieder. Dort hinten. Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel. Also Bergungszeug sehe ich momentan keins. Da kommt jetzt schon der zweite AT-ST und wir sind bis zu den Doppel-AT-STs gekommen. Welle 8 war das, glaube ich. Gucken wir, dass wir jetzt auch ein bisschen schneller einfach vorankommen. Oh, scheiß Schildpenner. Alter, packst aber gar nicht gut, mein Freund. Nein! Wir müssen die Versorgungskapsel schützen, nicht, dass sie von denen eingenommen wird. Oh, fuck. Nein! Fuck you. Geil, jetzt. Dann holen wir den. Nein! Och, hat er uns niedergetreten, die Drecksau! Es ist noch nicht zu spät, das Blatt zu wenden. Fuck it. Oh Mann, ey, das. Nee, verlieren wir. Scheiße! Arschlöcher. Wolltest du noch schnell einnehmen? Mann, wie mies ist das denn? Ist aber auch echt heftig, die einzunehmen. Upsa. Ja, jetzt kann ich nicht schießen. Falschen Knopf gedrückt. So, ein Mist. Du Arschloch, du bist schuld. So, Headshot. Du auch. Nee, kein Headshot, aber tot. Hauptsache tot. Gib ihm! Hopp, 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 hopp! Kratz ab! Wächst auf! Yeah, yeah! Upsa! Nicht aufatmen! Die Scanner zeigen noch mehr imperiale Einheiten im Anmarsch! Ja, ja, war ja klar. Fantastische Arbeit! Dankeschön. Ah, da gibt's wieder ein Herzchen. Ja, eins haben wir ja auch verloren. Ein Herz für Spookies! Schön für sie. Das sind sie auch gleich in Reichweite von meinem Zielfernrohr. Oh Mann, wie komme ich da hoch? Immer diese scheiß Berglandschaften. Boah, die zerballern hier alles, ey. Das ist schon wieder so ein Schockpenner. Geh weg. Geh weg da. Sniper müssen wir aufpassen. Ins Treffen haben wir direkt die Hälfte der Energie weg. Und dann sind wir ein leichtes Opfer für den Rest. Jawohl. Jetzt kommen wir in die Welle 8. Ich glaube, da waren wir. Oder haben wir die Welle 8 noch gepackt? Weiß ich nicht genau. Hm. Gespannt. Der Feind ist gleich in Reichweite. Also diese Sturmtruppen dürfen ihre Zielsuchraketen nicht abfeuern. Ja, Welle 8 hatten wir noch geschafft gehabt. Waren wir in der Welle 9 gescheitert. Naja, egal. Die packen wir. Ich glaube, hier waren auch plus 15 Gegner und hier sind es nur 10. Ja, das Active Reload klappt auch schon besser. Ich fange nämlich an, darauf zu achten. Ah.
Feind erfasst. Hinter mir ist ein Zielsuchraketen-Johnny, glaube ich. Nee. Oh, irgendwo war einer. Oh, Feind erfasst dich doch. Irgendwo. Wo? Da unten. Hau ab. So. Wunderbar. Level 8 auch geschafft. Alter, wo sollen diese ganzen Bergungsobjekte denn bitte sein? Ah, da hinten. Da ist noch eins. Jawohl, die haben wir auch. Müssen wir so aufpassen. Jetzt kommen die zwei AT-STs. Ich glaube, bevor wir die Rettungskapsel aktivieren, sollten wir vielleicht zuerst mal das Feld auseinanderräumen von den Gegnern. Die AT-STs, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt aktivieren können. Diese Versorgungskapseln. Deswegen machen wir einfach mal die Gegner kaputt. So, dass wir in Ruhe die Versorgungskapsel zumindest mal triggern können. Nochmal ein Shock Trooper. Ja, yeah. Jetzt triggern wir das Ding mal. Hau ab, Arschloch. Du auch. So, jetzt sind es noch drei. Das heißt, noch ein ATS, zwei ATS-Tees und hier die normalen. Ne, es ist nur ein ATS-T. Ah, cool. Also hier also auch weniger. Noch besser. Wir haben die Rettungskapsel erbeutet. Jawohl, wir haben die Rettungskapsel erbeutet. Ach, hier kommt das Zeug. Die Power-Ups. Thermal im bla bla bla. Der ist cool, der macht richtig schön Wumms. Unglaublich, aber die größte Herausforderung kommt noch. Ernährungsbombe. Schmeißen wir einfach auf den Boden, um so. Ja. Um das nächste noch einzusammeln. So, ein Herzchen können wir auch noch sammeln. Wunderbar. Wunderbar. Ich bin bereit. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir da gefunden haben. Schattentruppen. Oh, cool. Ja, das ist toll, dass wir hier die Waffe. Achso, wir können auch nochmal einfach rumwechseln. Da ist ein Schattentrupp. Alter. Fuck you, ey. Ich kriege gerade voll auf die Fresse bekommen von dem. Oder war das der Scharfschütze, der mich noch getroffen hat? Unten ist noch ein Herz. Jawohl, da ist der erste Schattentrupp am Fliegen. Sniper. Weggesniped. Ausgesniped, Freundchen. Ja, irgendwo müssten wir ja noch das Bergungszeug finden. Das wäre jetzt so geil. Wir haben schon drei Stück. Oh, oh, hier nicht. Hier ist nämlich zurück in die Schlacht. Oh, hier auch. Hier glaube ich nicht, dass sie da irgendwas geparkt haben. Noch ein Schocktruber. Du hast mir gerade noch gefehlt. Ist aber die letzte. In dieser Welle. Er stirbt. Geht doch. Alle feindlichen Einheiten besiegt. Hm. Wo ist das Ding? Sind ja meistens an so Sprüngen vor Sprüngen. Alter, schon wieder zurück in die Schlacht. Willst du mich verarschen? Ja, ja, leck mich. Was kommt jetzt auf uns zu? Es pullt halt. Ich frag mich überhaupt, was wir da unten haben. Schon wieder so ein Schattentrupp. Wenn man irgendwas an den Knorsen werfen will. Wo ist er dann hin? War doch auch dort unten, oder? Habe ich mich so versehen? Hm. Hm. Da ist er.
scheint ein bisschen agiler zu sein. Aber die Welle war recht easy. Ich bin gespannt, was uns am Ende erwartet oder so. Schon wieder eine Versorgungskapsel. Da hinten. War sie das? Joa. Gehen wir mal hin. Ja, dann soll er kommen. Ein Blaster wartet auf ihn. Boah, wer hätte es vermutet? Ich frage mich, was wir da haben überhaupt unten als Versorgungskapsel, Dingsbumsens da. Was ist denn hier? Hallo. Hatcher. Ja, noch eins. Boah, Alter, ist das geil versteckt. Oh Mann, ey. Man kann auch sauschlecht springen. Ach, sauschlecht nicht. Oh oh. Raketenwerfer. Ja, komm, flieg noch ein bisschen höher. Ist ja nur noch der AT-ST. Den packen wir auch noch. Sie erobern die Rettungskapsel. Dropschild. Ah! Alter, du guckst blöd. Doofer Sack, du. Das ist so geil. Nein! Das war scheiße. Geh mal so lange in die Deckung. Blasterkanone. Ah, die habe ich hier aufgebaut. Hauen wir den mal richtig mit der Kanone eine rein. Yeah. Das Imperium schickt eine Welle zusätzlicher. Was haben wir hier noch? Automatikgeschütz, glaube ich. Stellen wir das auch mal auf. Können ja hier bleiben. Ich frage mich jetzt nur. Oh. Scheint ein richtig geiles Geschütz zu haben. Fahrzeuggeschütz. Brauchen wir vielleicht in der letzten Welle, wenn 800 AT-STs kommen. Aber ich würde gerne noch dieses eine Bergungsgut finden. Leute, das müssen wir noch finden. Bevor wir die Wellen beenden. Nur noch eins. Irgendwo eine Nische oder sowas vielleicht finden, wo das drin sein könnte auch. Ich glaube, unser Geschütz hat gerade jemanden getötet, oder? War Sturmtruppler angeblich am Boden. Oh, komm, warum springt er nicht? Ah, Scharfschütze. Hm. Los mit dir. Nicht so treffsicher, Alter, ha? Huh? Arschgeige. Schatten getebeutelt. Ich bin ein Shadow Warrior. Oh Mann, ich will dieses eine scheiß Objekt noch finden. Bitte, lass es mich finden. Geht nicht kaputt. Da oben auf Mount Everest sehe ich auch nichts. Was ballert das? So. Da ist ja noch ein Gegner. Ich dachte, das wäre der letzte. Oh. Ah ja.
voll auf die Schnauze. Ich frag mich echt, wo dieses eine Ding sein soll. Aua, Sturzschaden. Schmerzhaft. Mann, ey, das könnte überall sein, ne? Auf jeden Fall können wir uns schon mal merken, falls wir es doch nicht finden sollten, dass wir drei Stück in der Luft gefunden haben und eins oben in der Nähe von diesem weißen Imperium Raumschiff. Ich diesen Namen nicht gerade vergessen habe. Ja, hier nicht. Oh, oh. Boah. Und dann noch eine Rakete abbekommen. Oh. Da oben. Alter. Hör auf. Deine scheiß Raketen. Georgie. Sieht also nicht so gut aus, als würden wir das noch irgendwie finden. Weil wir auch so langsam zum Ende kommen. Wäre aber schon cool, das zu finden, Mann. Gut. Also hier haben wir auf jeden Fall mal noch eine Höhle. Ah ne, ein Durchgang. Aber hier könnte vielleicht auch was drin sein. Hier ist aber nichts. Verdammt. Mal hier rechts. Ich will das Ding jetzt finden, Leute. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Es wird einen extra Stern geben. Wegen einem so ein Scheißding will ich die Mission nicht wieder machen. Auf normal. Ich glaube, auf normal gibt es ja auch, wenn man braucht, glaube ich, nur alle Bergungsobjekte zu finden. Egal auf welcher Schwierigkeitsstufe. Oh. So, Welle 14 gemeistert. Wir haben Ihnen eine Versorgungskapsel geschickt. Ja, danke schön. Immer gut, so eine Versorgungskapsel. Vielleicht ist ja ein Bergungsobjekt drin. Rück zu ihr vor und sichert sie. Oh Mann, wenn ich das jetzt mache, dann. Ja. Komm, ist egal. Wir versuchen jetzt die Mission abzuschließen. Ja, da oben ist nämlich nichts, da darf man nicht hin. Boing. Mit dem Kopf gegen die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand will der Spooky wieder mal. Unglaublich, unfassbar. Unbelievable. Ja. Aber wie komme ich sonst dort hoch? Oh, Raketenwerfer Torch direkt vor mir. Wo ist denn der AT-ST? So, da haben wir das Fahrzeug geschiss. Das Ding hat schon ganz gut auf die Schnauze bekommen. Aber hat auch schon gut ausgeteilt. Es geht gut ab gegen den AT-ST. Jetzt die Kapsel verlieren. Yeah! Let it burn, baby! Nein! Das dürfen wir nicht zulassen! Doch, dürfen wir. Weil es eh egal ist. Ein paar Gegner kriege ich auch ohne die Rettungskapsel kaputt. Oh, oh Mann. Arschgeiger. Mach dein Schild weg.
Aber direkt, kaum Schild weg, direkt in den Head geballert. Alter! Oh, ey, der ist unsichtbar. Ah, jetzt weiß ich auch, was die Shadow Troops hier können. Also die Kapsel kriegen wir auf jeden Fall mal nicht mehr, aber dafür haben wir nur drei Gegner. Ja, 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 ich weiß. Was für ein tragischer Verlust. Alter, dummer Scharfschütze. Scharfschütze müssen wir wegmachen. So, Schutzschild an. Ne, hier kommen wir nicht hoch, schade. Yeah! Oh, weggeschlagen. Oh Mann, 360. So, da haben wir es geschafft. 15 Wellen überlebt, 128 Gegner. Das ist die 100, wir hatten schon 100 Gegner nach 8 Wellen. Ungefähr. Auf schwer, also ist die Gegnermenge deutlich höher. Ja. Aber wir haben einen Stern bekommen. Es gibt auch noch eine Bestzeit. Man könnte das Ganze noch schneller machen, wenn man nicht nach 3 Jahren nach diesen Dingern sucht. Wo war es denn jetzt? Hier unten, meistere die Mission in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad und finde alle Bergungsobjekte. Da hat uns eins gefehlt, leider. Da könnte ich immer noch explodieren. Könnte ich da, vor Freude natürlich. Ja. Naja, egal. Ist ja nicht so tragisch. Da würde ich sagen, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, Free DLC is coming. Cool. Get ready to fight on Yaku im Dezember. Ist das nicht das, was ich habe? Als extra Download? Warte, muss ich kurz gucken hier. Battle of Yaku. Ah, ich hätte den Code für Vorabzugang. Okay. Cool. Dann muss ich mal einlösen und gucken, ob ich das Ding schon zocken kann. Dann könnten wir das vielleicht demnächst mal machen noch. Und dann gehen wir auch bald mal in den Multiplayer zur Abwechslung über. Ja. Also das nächste Mal noch die Heldenschlacht auf Hoff. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal mit Star Wars Battlefront und eurem Spooky4F. Bye, bye, bye. Möge die Macht mit euch sein.